Hallo und herzlich willkommen bei Rosuk Media in meinem heutigen Tutorial für den Crazy Talk Animator 3. Ich benutze die Pipeline-Version. Werde ich Ihnen mal zeigen, wie man jetzt hier für meine Vogelscheuche, also hier unter Darsteller G3 Freebones, und wenn ich mal die Vogelscheuche lade, werde ich Ihnen mal zeigen, wie man hier auch ein echtes Profilbild hier einsetzen kann als Kopf. Ja, entweder von sich selbst oder von jemand anders, anstatt diesen Kürbis hier. Bevor ich anfange, möchte ich nochmal darauf hinweisen, da habe ich jetzt weitere deutsche Tutorials entdeckt hier. Und zwar hier bei YouTube, ist der Kanalname ist Magic Projektfilm. Und er hat ja auch schon zwei gute Tutorials gemacht hier oder sehr gute Tutorials. Hier einmal über die Elastic Motion und einmal hier ein Tutorial über den Spine Actor. Da kann man ja auch mal reinschauen und ich finde das ganz gut, dass andere jetzt hier auch Tutorials machen. Und dann hat man hier natürlich die erfahrenen User kennen diesen Kanal hier, iCloner, iCloner Wiki. Ja, also sehr erfahrener iClone-Nutzer und hat sich ja jetzt auch seit kurzem hier mit diesem Crazy Talk Animator 3 auseinandergesetzt. Hier geht es jetzt allerdings überwiegend um die Charaktererstellung. Ja, man sollte vorher schon so ein bisschen sich auch mit dem Programm mal so ein bisschen beschäftigt haben. Dann kann man diese Tutorials hier auch sehr gut nachvollziehen. Ja, also hier werden bestimmt auch noch weitere hinzukommen. Genau wie jetzt hier nehme ich mal an bei Magic Projektfilm. Jetzt werde ich das hier mal wieder schließen und jetzt geht's hier los in meinem Tutorial. Also ich habe mir jetzt hier diesen G3 Freebone Darsteller, die Vogelscheuche geladen und dann gehe ich jetzt hier mal in den Designer Modus. Und hier hat man ja den Inhalt, Szene Manager, Ebenen Manager. Und jetzt klicke ich mal hier auf diesen Bone 5, also der hier für den Kopf hier zuständig ist und dann gehe ich hier mal auf Gesichtseditor und dann habe ich hier Kopf erstellen und da werde ich jetzt einmal einen Morph-basierenden Kopf erstellen. Ich klicke da jetzt mal drauf und jetzt nimmt man sich halt ein Bild von sich oder jemand anders. Ich nehme jetzt mal hier von einer bekannten Person und gehe auf Öffnen und jetzt öffnet sich hier das Bildbearbeitungsprogramm. Hier hat man dann das Freistellungswerkzeug. Ja, ich werde jetzt hier nicht alles ganz genau zeigen. Dann hat man hier herauszoomen, dann hier hineinzoomen, hier dieser Button aktuelle Größe, ans Fenster anpassen. Und hier kann man noch ziehen und zoomen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt mit gedrückter linker Maustaste hier mal ziehe, dann kann ich mir das hier auch zoomen. Ja, hier mit dieser Hand kann ich praktisch das hier nach oben und zur Seite schieben hier. Ja, ich mache das lieber eigentlich mit dem Mausrad. Ich kann natürlich mit dem Mausrad das hier rein und raus scrollen. Und dann hat man hier an diesen Ecken jeweils noch die Bildlaufleiste hier. Jetzt gehe ich mal hier ans Fenster anpassen. Und jetzt werde ich mir mal mit dem Freistellungswerkzeug, das markiere ich mal, und mit gedrückter linker Maustaste ziehe ich mir jetzt hier einfach mal so ein Rechteck auf. Kann ruhig ein bisschen größer sein und dann gehe ich hier einfach auf Übernehmen. Jetzt klicke ich hier mal auf Weiter und jetzt kann ich hier die Anpassung hier für diese Augen hier wählen, für diese ja, Kontrollpunkte. Und da habe ich hier einmal die 1, das ist jetzt hier fürs rechte Auge und dann hier diesen Kontrollpunkt mit gedrückter linker Maustaste kann ich die also hier verschieben. 3 und 4 sind jetzt nicht für die Nase gedacht, sondern hier so wie man es in der Miniaturvorschau sieht, so sollte man dann auch diese Punkte setzen. Ich ziehe die jetzt einfach mal hier so an den Lippenenden hier ran. Und dann gehe ich mal auf Weiter. Jetzt dauert das eine ganze Weile, bis das hier verarbeitet wird. Und jetzt geht es dann auch schon weiter. Und hier sollte man dann auch ein bisschen genauer arbeiten. Man hat jetzt hier diese
Punkte, die kann man dann ziehen mit gedrückter linker Maustaste. Ich zeige das mal. Ich drücke mal den hier mit gedrückter linker Maustaste. Wenn ich den hier mal so am Kinn ausrichten, ja, und den hier, wenn ich mal hier noch so ausrichten und den hier auch noch so ein bisschen. Hier, ich nehme jetzt überwiegend die Gesichtsform. Oh, werde das vielleicht nicht ganz hundertprozentig jetzt hier machen, weil das kann man ja doch dann zu Hause in Ruhe machen. Jetzt rolle ich mich mit dem Mausrad mal rein. Man kann übrigens auch, wenn man das jetzt hier so rüberfährt, dann ist es ja hier so grün unterlegt. Und wenn ich einmal mit der linken Maustaste klicke, ist es rot unterlegt. Und jetzt kann ich mit gedrückter linker Maustaste das auch hier komplett verschieben. Ja, ich werde es mal ungefähr hier hinschieben. Wenn ich jetzt einmal ins freie Bild hier klicke, zum Beispiel auf die Stirn, dann kann ich hier auch mit gedrückter linker Maustaste die einzelnen Punkte hier verschieben. So mache ich das jetzt mal. So, jetzt ziehe ich mal hier runter. Bei den Augen werde ich jetzt erstmal das Auge hier so hochschieben. Und dann scrolle ich mich hier noch ein bisschen rein. Ist natürlich schön, wenn das Foto dann auch nicht zu klein ist, um so detailgenauer kann man das dann machen. So. Und dann diesen ziehe ich jetzt hier noch ein bisschen hier ran. Kann ich mir später immer noch so ein bisschen ausrichten. Ich mache das jetzt erstmal grob und dann nachher später wechsle ich dann zu den erweiterten Einstellungen. Ich gebe das mal hier diesen Punkt hier mal ran. Und diesen. Na. So. Jetzt gehe ich mal weiter auf die Nase. Da werde ich mich jetzt mal ein bisschen rauszoomen wieder. Und schiebe das erstmal ein Stück nach oben. Klicke da mal jetzt die linke Maustaste und setze dann die Nasenpunkte hier ungefähr hin. Vielleicht noch ein Stück tiefer. So, und dann haben wir hier unten noch den Mund. Diesen hier hinsetzen. Ja, und hier ist es soweit ganz okay. Hier, das können wir vielleicht noch ein Stück hier reinsetzen und hier vielleicht auch noch ein Stück reinziehen. So, jetzt gehe ich mal wieder ans Fenster anpassen und dann habe ich hier noch diesen, mit diesem Button kann ich in den erweiterten Gesichtsmodus gehen und dann kann ich mir auch schön nachher noch die Haare dazu nehmen und da werde ich das hier mal so hochziehen, dann noch die Ohren dazu, ruhig ein bisschen drüber gehen. Hier auch. Und hier. Na, jetzt nicht die Maske verschieben. Das kann ich hier auch nochmal rückgängig machen mit diesem Button. Ja, weil es jetzt eben rot markiert war, habe ich natürlich aus Versehen die ganze Auswahl. So, jetzt scrolle ich mich nochmal an den Augen hier ran. Und hier diesen Punkt werde ich mal jetzt hier so ein bisschen rüberschieben. Genau wie diesen Punkt, so dass wir hier zwischen diesen Augenpunkten mit dem Mausrad scrolle ich mich hier mal ran. Und das ziehe ich hier noch so hin. Das ist dann so eine Fummelarbeit. Ich mache das jetzt hier, wie gesagt, nicht ganz genau. Und dann ziehe ich mir diesen Punkt hier nochmal hier rüber, so dass wir hier so ungefähr eine Linie haben zwischen diesen und diesem Punkt. Ich habe das mal in einem englischen Tutorial gesehen, der hat gesagt, dass ja, da hat man dann ein besseres Ergebnis nachher. Ob das jetzt okay, den ziehe ich hier auch mal noch. Und den Punkt ziehe ich mir noch hier so ein Stück rein. Okay, jetzt gehe ich hier nochmal auf die Nase, da lasse ich das alles so. Und jetzt hier beim Mund ziehe ich den hier runter, den hier und die sollten dann auch so halbwegs übereinstehen hier.
Also ich meine jetzt hier so eine, diese drei Punkte, eine waagerechte bilden. Und hier könnte man jetzt vielleicht noch diesen Punkt hier noch ein bisschen rausziehen. Ja, jetzt gehe ich nochmal ans Fenster anpassen. Ich würde mal sagen, so ist das ganz okay. Jetzt klicke ich hier auf Weiter. Ist natürlich jetzt auf die Schnelle gemacht worden. Und jetzt habe ich hier noch so eine, drehen Sie die Maske, um diese Ausrichtung des Kopfes anzupassen. Also die ist ja nun wirklich schon ganz gut ausgerichtet. Da kann man jetzt hier dann, wenn man hier mit gedrückter linker Maustaste, kann man hier die Maske noch drehen. Ja, ich lasse das aber jetzt mal so. Hier hat man jetzt verschiedene Gesichtsstile, Comic. Ich bleibe jetzt mal hier bei menschlich. Dann hat man hier so die Vorschau. Da kann man das mal so ungefähr betrachten. Ja, hier auch bei der Stärke, die kann man natürlich dann mal ein bisschen runterdrehen. Ja, also wie gesagt, dann bei der Bildverarbeitung dann gut genau arbeiten, dann ist das okay. Ich klicke jetzt hier mal auf OK. Jetzt dauert das wieder einen kleinen Augenblick, bis das hier konvertiert wird. Und sobald das dann fertig geladen ist, haben wir jetzt hier unseren Sprite. Also das ist jetzt hier das Bild. Mit Sprite sind Beispiel alle Bilder, Videos, das sind alles Sprites oder Requisiten. Ja, und jetzt kann man den hier auch noch so ein bisschen umwandeln, hier dieses Bild. Und da klickt man hier auf diesen Button Sprite umwandeln. Und da kann man das hier noch so ein bisschen kleiner machen, wenn man möchte. Ja. Okay. Und jetzt hat man natürlich hier diese Hintergrundfarbe, dieses Grau. Das ist natürlich nicht schön. Man kann natürlich mit seinem Bildbearbeitungsprogramm vorher schon diesen Hintergrund entfernen, also diesen Kopf praktisch freistellen. Das ist ja bei jedem Bildbearbeitungsprogramm etwas anders. Oder man hat hier natürlich eine sehr gute Möglichkeit, dann kann man sich das auch ersparen. Da hat man hier oben diesen Button Gesichtsmasken Editor. Und da klicke ich jetzt mal drauf. Und das ist hier schon so gut wie alles vorbereitet. Das ist hier praktisch schon alles der Automodus, ja. Man bräuchte im Endeffekt jetzt hier bloß noch auf OK klicken. Dieser Hintergrund ist ja schon maskiert. Ja, ich könnte das ja mal kurz erklären. Der Vordergrundpinsel ist jetzt aktiviert. Da hat man die Größe, verkleinern, erweitern und die Kanten, Unschärfe. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal mit gedrückter linker Maustaste hier mal Strich reinmache, dann habe ich jetzt hier diesen Hintergrund wieder. Also ich demaskiere praktisch das damit. Und wenn ich jetzt mal diesen Button hier nehme und ich male das jetzt hier wieder grob aus, dann maskiere ich das Ganze wieder. Und so lasse ich jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt hier auf OK. Und jetzt habe ich natürlich hier einen wunderbaren Kopf. Jetzt ist dieser Kopf natürlich hier vorm Körper und den kann man natürlich dann auch hinter dem Körper machen. Das mache ich dann gleich. Man hat jetzt, sieht jetzt aber noch diesen Kürbis hier und den müssen wir natürlich noch entfernen. Deshalb klicke ich hier im Ebenenmanager jetzt mal diese Root-Ebene an, wo wir hier dieses Bild von der Vogelscheuche haben. Und dann gehe ich jetzt hier links in der Symbolleiste mal auf den Maskeneditor. Und jetzt werde ich mal hier die Deckkraft, werde ich mal ein bisschen höher machen und diese Pinselhärte etwas höher schieben und dann die Größe werde ich mal etwas kleiner machen. Dann, na, das wollte ich natürlich jetzt hier nicht. Das mache ich jetzt hier nochmal, werde ich das hier nochmal radieren. Bin mir jetzt abgerutscht. Ich wollte eigentlich jetzt hier nochmal kurz das Bild so etwas verschieben. Und deswegen scrolle ich mich nochmal so ein kleines Stück raus mit dem Mausrad, nehme jetzt hier das Pinselwerkzeug und male jetzt hier mal diesen Kopf über. Mache das jetzt auch nur hier so ausmalen. Ja, okay, so ist das schon ganz okay. Und jetzt sieht man hier auch in diesem
Miniaturbild, dass hier der Kopf entfernt ist. Jetzt schließe ich gleich mal den Maskeneditor. Und jetzt haben wir hier schon unseren Kopf und man sieht auch hier, dieser Kürbiskopf wurde praktisch entfernt. Jetzt kann ich hier mal zurück zum, na, man könnte jetzt hier auch noch diesen Knochenmodus hier nochmal gehen in den Knocheneditor. Und da gehe ich mal in den Knocheneditor und werde mal diesen Knochen jetzt anwählen und mit gedrückter, oder diesen hier, und mit gedrückter Shift-Taste werde ich den hier noch etwas nach oben ziehen, so ungefähr, und dann schließe ich jetzt hier mal diesen Knocheneditor. Okay, jetzt gehe ich hier wieder zurück zur Bühne, scroll mich hier mal rein. Natürlich kann man den Kopf dann auch nochmal etwas ausrichten, dann geht man eben halt wieder in Designer-Modus und richtet den nochmal etwas aus, oder ja, wenn ich jetzt hier praktisch nochmal in, ich lasse es jetzt, ich bleibe mal jetzt hier dabei und jetzt gehe ich hier mal, habe ich hier noch diesen Button Gesichtssteuerung, da kann ich jetzt auch mal eine Gesichtssteuerung machen. Ich werde mich mal hier etwas rein scrollen hier noch. So, werde den Darsteller wieder aktivieren. Dann gehe ich jetzt hier auf Gesichtssteuerung und da hat man jetzt hier das Menü Gesichtssteuerung, also hier kann ich praktisch eine Gesichtsanimation mit erstellen und da hat man jetzt hier verschiedene Gesichtsanimationsprofile, Elastic, Comic, allerdings für menschlich hat man jetzt hier nichts bei, da hat man hier den Wig und dann hier diesen kleinen hier, der nennt sich Grumpy, ja, also, oder hier eben Goofy, ja, gut, jetzt lasse ich mal den Goofy und hier kann ich ja jetzt auch Flächen mit auswählen mit gedrückter linker Maustaste. Einmal hier. Und den Mund lasse ich jetzt mal weg, weil ich nachher noch eine Skript hinzufüge, ein Sprachskript. Die Nase kann ich ja hier nochmal aktivieren, die Stirn vielleicht. Und ich gehe jetzt mal in die Vorschau, drücke mal die Leertaste. Und dann habe ich jetzt hier praktisch schon eine Gesichtsanimation, die ich erstellen kann. Ja, und das ist eigentlich auch ein ganz gutes Profil jetzt hier, werde ich mir mal merken, hier gerade für menschliche Köpfe. Und da hat man hier auch noch die erweiterten Steuerungseinstellungen. Da kann man jetzt hier die Werte verändern, zum Beispiel, dass die vertikale Drehung mit der Maus, jetzt zum Beispiel sind die hier bei 70%, ich sage einfach mal 70%, wenn man da reinklickt, kann man den Wert auch verändern, also der Wert geht überhaupt bis 100 und man kann ihn jetzt hier etwas geringer setzen, hier auf 50, da gibt man dann den Wert ein und so kann man das mit den anderen Merkmalen hier, die Gewichtung, hier nennt sich das, die Gewichtung hier einstellen. Ich schließe jetzt mal hier die erweiterten Einstellungen, indem ich hier nochmal auf diesen Button klicke und jetzt mache ich hier einfach mal eine Gesichtsanimationsaufnahme, drücke auf Aufnahme, Leertaste und werde mal hier so meine Maus hier so bewegen. Okay, jetzt drücke ich mal die Stopptaste und jetzt schließe ich mal hier die Gesichtssteuerung. Jetzt gehe ich mal auf Stopp und zurück. Sie sehen in der Timeline die Animation, die Gesichtsanimation geht jetzt hier bis Frame 303. Und jetzt gehe ich auf Stopp und zurück. Und jetzt werde ich hier nochmal ein Skript erstellen. Dann klicke ich hier mal auf Skript erstellen in der Menüleiste. Hier ist immer so ein kleines rotes, ja, Rekordzeichen mit drinne. Da kann man hier eine Stimmaufnahme machen. TTS, also S, Text to Speech. Wenn ich da mal draufklicke, kann man hier einen Text eingeben. Und dann wird das eben nachher abgespielt. Wenn ich hier so einen Text eingebe, mal jetzt Test zum Beispiel und ich gehe mal hier auf Anhören. Test. Ja, und dann kann ich das hier auch bestätigen mit OK. Und hier kann ich noch die Lautstärke, die Tonhöhe und die Schnelle verändern. Also die Tonhöhe könnte ich jetzt hier mal ein bisschen höher machen. Test. Und schneller. Test. Okay, und etwas langsamer wieder. Test.
Ja, gut, okay. Aber ich werde jetzt hier dieses nicht benutzen. Ich gehe hier nochmal auf Abbrechen, klicke nochmal hier auf Skript erstellen. Und jetzt gehe ich hier mal auf Stimmenaufnahme. Hier kann man dann sein Mikrofon auswählen, einmal das normale, was ich jetzt eigentlich sonst immer verwende für meine Tutorials. Und dann habe ich hier nämlich jetzt einmal Mikrofon Screaming Bee Audio. Sie nehmen dann halt das andere Mikrofon, weil ich für meine Stimmenaufnahme gerne ein externes Programm verwendet. Ich kann es mal kurz zeigen. Und das ist hier MorphVox Pro, ist eigentlich schon ein älteres Programm. Und da hat man hier verschiedene Stimmen auch zur Auswahl und kann sich da auch selbst welche konfigurieren. Jetzt gehe ich hier mal auf Aufnahme. Hallo und herzlich willkommen bei Rosuk Media. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Crazy Talk Animator 3. Dann stoppe ich die Aufnahme, gehe hier mal auf OK. Aufnahme. Hallo und herzlich willkommen bei Rosuk Media. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Crazy Talk Animator 3. Dann Ja, okay. So kann man das dann machen und den Stimmenclip findet man in der Zeitleiste dann hier bei Gesicht. Hier kann man übrigens dann alles aufklappen. Da hat man jetzt hier diesen Stimmclip. Und wenn ich den mal hier aufklappe, dann, wenn ich mal hier diesen Zeitleisteregler schiebe, dann kann man das auch wieder mithören. Und dann kann man hier auch die Lippensynchronisation erstellen. Dafür will ich vielleicht später extra nochmal ein Tutorial machen. Die meisten kennen das vielleicht von Ihnen, aber die Neueinsteiger, die können das natürlich nicht wissen. Das sind so die Grundsachen, die man dann so braucht. Deshalb werde ich auch meine Tutorials überwiegend jetzt für die Anfänger so ausrichten. Und dann, ja, okay, jetzt schließe ich mal hier die Zeitleiste und jetzt kann man natürlich noch eine Animation hinzufügen. Da gehe ich mal in den Inhaltsmanager. Der Actor ist ja markiert. Dann gehe ich hier mal auf Animation, Motion und da ich ja einen Spine Character habe, klicke ich hier mal auf Spine. Ja, da könnte man den jetzt hier springen lassen oder Shake. Ich weiß gar nicht, was Shake ist. Name. Könnte man hier. Hallo. Und da gehe ich mal in die Zeitleiste. Und da habe ich ja jetzt hier diese Bewegungsclips. Und da markiere ich den einfach mal. Sie können natürlich dann andere Clips verwenden. Ja, und dann werde ich mal hier weitere jetzt aufziehen. Ich spiele das mal ab. Name. Hallo und herzlich willkommen bei Rosuk Media. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Crazy Talk Animator 3. Dann So. Und da können wir dann noch einen anderen Clip mal hinzufügen. Ich gehe noch mal in die Zeitleiste und schau mal, wo dieser Clip hier beendet war. Hier. Und da nehme ich jetzt mal, ich weiß gar nicht, viel Spring. Spaß Und dann hier noch mal mit Stretch. dem Crazy Talk Animator 3, dann Okay, wenn ich mir das jetzt hier nochmal. Aufnahme. Hallo und herzlich willkommen bei Rosuk Media. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Crazy Talk Animator 3, dann Okay, so lasse ich jetzt mal. Ist natürlich jetzt ganz auf die Schnelle hier praktisch gemacht, aber der Werdegang sollte jetzt eigentlich bekannt sein und dann gleich nochmal. Ich mache den mal jetzt hier etwas, scroll mich mal hier etwas raus und dann nochmal gleich zu einer Frage, die mir vor kurzem noch gestellt worden ist, ob man hier auch ein Hintergrundbild verwenden kann. Und wenn ich jetzt mal hier in meinen Tutorial-Ordner gehe, dann habe ich hier einige Hintergrundbilder und dann habe ich hier mal dieses Clown hier. Und wenn ich das mit gedrückter linker Maustaste jetzt hier mal in meine Szene ziehe, dann öffnet sich hier Objekt erstellen, dann kann ich hier eine Auswahl treffen. Soll das jetzt eine Requisite sein, eine Bildebene oder ein Hintergrund oder eben ein G3 Freebone Darsteller? Hier wähle ich dann jetzt natürlich Hintergrund. Ja, dann fühlt sich blaue hier dieser Ausreißer warm, der passt sich der Hintergrund dann genau an. Man kann diesen Hintergrund natürlich auch anders hinzufügen. Ich habe hier unten diesen Button
Projekteinstellung, also wie es hier aussieht, wie so ein, ja, eine Sonne. Und da kann ich jetzt hier praktisch auch hier dieses aktive Bild wieder rausnehmen. Wenn ich dann auf OK gehe, habe ich jetzt kein Hintergrundbild mehr. Ich gehe nochmal auf die Projekteinstellung und dann kann ich mir jetzt hier auch eine Datei öffnen, wo jetzt praktisch ein anderes Hintergrundbild drin ist und dann kann ich das dann auch benutzen. Ja, ich werde jetzt hier nochmal dieses Hintergrundbild aktivieren, gehe auf OK und jetzt spiele ich das Ganze mal ab. Hallo und herzlich willkommen bei Rosuk Media. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Crazy Talk Animator 3. Dann ja, und so weiter. Gut, jetzt kann man natürlich diesen Darsteller hier noch ein bisschen nach hinten schieben. Ja. Okay, das war's jetzt hier in diesem Tutorial. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute, viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.